Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Centurion Defender of Rome auf dem Amiga. Wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten und werden in dieser Folge versuchen, dass wir hier den Sack zumachen und ganze Landzunge nehmen. Und da werden wir mal schauen. Wir haben jetzt hier eine Armee und wir schauen mal, wie stark die ist. Noch ein bisschen warten. Noch nicht ganz wiederhergestellt. Könnt man mal schauen. Könnten wir. Könnten jetzt hier eine. Vielleicht. Na, hier ist nicht viel los. Vielleicht hier. Germanien könnte man. Da könnte man auf jeden Fall eine machen. Geht nicht, habe ich nicht einen Rang dafür. Das ist ja wieder. Okay. Okay, dann. Boah. Der sieht so groß aus. Bauen wir mal unsere Flotte ein bisschen aus. Bilden eine mächtige Flotte. Wie viel können wir davon? Maximal eine. Na gut. Aber zumindest eine können wir. Das könnten wir. Ich will mit denen jetzt hier nicht weg. Ich habe Angst. Wir machen jetzt hier mal. Können wir immer noch nicht ganz erfrischen. Natürlich bitter. Könnte man hier eine aufstellen? Ich habe Angst, wenn ich jetzt hier. Na, wir gucken mal. Wenn ich jetzt hier Mazedonien. Okay. Wir hatten ja hier eine römische Armee, aber die nützt uns auch nicht. Wir könnten jetzt. Wo könnte man damit ja hingehen? So machen wir. Legion Move. Achso, in die Schiffe. Hat ja nichts. Die Gouverneur auf Alpha Games behält eine Themen. Müssen wir wieder mal ein paar Spiele abhalten. Machen wir noch mal eine Gladiator-Show. Würde ich sagen.
unser Volk ein bisschen zu besänftigen. Wir nehmen Markus. Markus. 20 gegen Flavius Boatswain. Gegen Flavius. Auch 20 Talents. Gucken wir mal. Mal den Kampf wieder gewinnen. Ich kann es aber auch nicht recht machen. Die wollen immer tot sehen. Dann werden wir halt das nächste Mal den jungen Menschen halt umbringen müssen. Ich wollte es eigentlich nicht. Ich wollte mal barmherzig sein. Aber es ist ja so. Es wird euch ja nicht gedankt. Komm, greifen wir jetzt hier an. Meine Mann, ein Fröschchen im Hals. Dartchen. Ihr wollt nicht, dann müsst ihr leider auf den Kampf, auf dem Schlachtfeld gegen uns bestehen. Der Kevalus ist der Anführer der Darkier. Bin ich mal gespannt. Wir machen wieder Balance-Armee. Ach, das sieht gut aus. Ja, komm, das sollte kein Problem sein. Vormarschieren lassen. Der kommt auch vor. Und jetzt wird angegriffen. Und schon gewonnen. Tja, unser Ruhm ist halt ohne Gleichen. Müssten wir hier mal gucken. Die Legion ist gut aufgestellt.
Was sagt ihr zu Rom dazu? Immer von allem muss ich wieder den. Gut, wir machen jetzt mal eine Show. Flavio gegen Putus. So, wollen wir sehen. Muss man jetzt killen. Fotos wird es nicht überleben, hoffe ich zumindest. Diesmal ist sie entschieden. Diesmal haben wir richtig entschieden, das ist gut. So, gucken wir mal hier. Könnten wir ja mal unsere Armee ist doch noch da. Mazedonische Armee. Noch da. Und wo die jetzt. Komm, wir holen uns jetzt hier das Land nur. Thrakien. Will keine Allianz. Dann hat er Pech. Dann muss er halt unser Schwert spüren. Werden wir Thrakien halt unter unsere Kontrolle bringen. Wir machen wieder Balance-Armee. Das sollte funktionieren, wenn der Anführer jetzt direkt auf uns zureitet. Das wäre natürlich optimal, wa? Und der macht's wirklich. Ja, da haben wir schon gewonnen.
Und da haben wir schon gewonnen. Ich habe bloß, dass hier keiner kommt. Machen wir mal. Bei den Spielen ist der immer besser als wir. Wenn wir hier mal ein bisschen mehr Tribut fordern, hä? Hier erstmal unsere Armee wieder auf Vordermann bringen. Und die müssen wir auf Vordermann bringen. Und dann der geht mir aber langsam, geht er mir auf die Nüsse hier. Machen wir mal nochmal Gladiator Show. Marius gegen Spartakus. Schauen wir mal, ob man den besiegen kann. Na komm, komm. Komm her, ja. Weil richtige Entscheidung. So, jetzt könnten wir mit der Flotte, ja Quatsch, mit der Flotte, mit der Legion praktisch hier einmarschieren. Und dann gehen wir mit der, gehen wir dann hier hinten rum. Asien. Wollen keine Allianz. Dann habt ihr Pech, dann müsst ihr halt kämpfen. Dann wird sowieso nicht bestehen gegen uns. Unsere Macht ist schon gut ausgebaut, also da sag ich mal, kann uns so schnell nichts passieren.
Wir haben genügend Armeen. So. Wir machen wieder Ballast. Okay, bleiben wir stehen. Den Elefanten ist natürlich schlecht. Aber jetzt sieht's gut aus. Bis jetzt sieht's gut aus. Den Herrführer, komm, ja, den haben wir gleich. Es kann doch bloß gut gehen, Mein Gott. Und hier haben wir jetzt... Waren die voll aus? Könnte ich jetzt... Wir haben hier erstmal wieder unsere Streitkräfte ein bisschen auffüllen. Wollen wir mal gucken. Streitkräfte. Jawohl. Und hier. Dürften wir nicht angreifen können jetzt, oder? Sind wir gerade hochgezogen? Doch, wir können. Wir können und wir machen. Wir holen uns alles, was wir kriegen können. Ich hoffe doch, dass ich euch nochmal die Seeschlachten zeigen kann. Der sieht ja aus wie Genghis Khan. Auch nicht, will keine Allianz mit uns. Da hat er Pech. Dann muss er halt sterben. Ich kann es leider nicht ändern. Also muss ich sagen, ich bin so weit bin ich noch nie gekommen bei dem Spiel. Entweder habe ich mich damals zu dumm angestellt oder ich. Aber ich glaube, ich habe es damals auch immer in ziemlich hohen oder Schwierigkeitsgrad gespielt. Oh, jetzt haben wir. Oh. Okay. Wir hoffen mal, dass der jetzt kommt. Der Herrführer. Ja, haben zwar auch ganz schön Verlust gehabt, aber wir haben es gepackt. Das sieht doch gut aus. Jetzt gucken wir mal hier, was wir so haben an... Okay, und dann würde ich sagen, letzte Aktion. Wir werden hier wohl noch mal angreifen. Und zwar... Ach nee, können wir nicht. Können wir erst nächsten.
Können wir nächste Runde. Okay. Entern. Wir greifen jetzt hier an. Natürlich nicht da. Sondern wir greifen. Ne, wir greifen nicht an. Machen wir nicht. Wir tun unsere Legion. Ja, komm mal. Tun unsere Legion hier erstmal auffüllen. Und schauen mal, ob wir. Vielleicht hier, können wir hier vielleicht noch mal eine. Vielleicht hier. Haben wir hier eine Armee und wir werden noch mal ein paar Schiffe bauen. Galion 20. Eine. Damit haben wir doch schon eigentlich eine ganz schöne Flotte. Karthagische Flotte. Was haben wir hier? Thrakia Flotte. Pontus, Armenien, Parthien, Mesopotamien, Syrien, Arabien, Ägypten, Dago, Mauretanien. Was ist denn jetzt? Ach, Hispania. Dann haben wir Britannia. Britannia und Britannia. Sardinia. Aber was ist das hier? Ah. Ja, gehört dazu. Ich weiß. Mazedonien. Mazedonien. Mal gucken, ob wir hier. Ah, sind voll. Gut. Dann machen wir nochmal Turm. Und dann schon wieder. Und jetzt werden wir. Mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen. Kriegt man nicht voll. Wir könnten aber hier mit der Legion könnten wir genau rücken wir hier ein. Genau, rücken wir da ein und schauen mal. Und das wird auch gleich in diesem Video die letzte Aktion werden und nehmen uns Pontus. Hoffen wir mal, machen wir Diplomatie.
Alpha Allianz. Wollen sie nicht. Die wollen keine Allianz mit uns. Naja, dann eben nicht. Haben sie halt Pech. Ich kann es nicht ändern. Wir hatten ihre Chance. Und haben sie nicht genutzt. Ach, das ist wirklich für die ärgerlich. Für mich jetzt nicht, aber machen wir aber langsam mehr. Gut, okay. Wir riskieren es. Die scheiß Elefanten hier. Und Angriff. Jetzt ist der Herrführer dran. Ja, das wird. Gleich ist er weg, gleich ist er tot. Und da ist er tot. Und ja, jetzt fliehen sie. Ah. Und wieder ein glorreicher Sieg, den wir haben. So, jetzt gucken wir nochmal hier. Dass wir vielleicht nochmal unsere Legion etwas... So, bisschen zumindest. Okay. Das sieht gut aus. So, und damit verabschiede ich mich und hoffe, ihr schaltet wieder ein bei der nächsten Folge Centurion Defender of Rome auf dem Amiga. Ich wünsche euch wie immer alles Gute. Vergesst meinen Kanal nicht zu abonnieren. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.